Die Crew der Sea-Watch rettet Flüchtlinge auf dem Mittelmeer. Die flippen natürlich jetzt hier total aus. I cannot guarantee the safety of the people anymore. In einen europäischen Hafen darf die Kapitänin mit ihnen nicht fahren. Kein Mensch interessiert sich dafür, was wir hier tun. Das macht mich wahnsinnig. Die Fahrt endet mit der Verhaftung der Kapitänin und wir waren die gesamte Zeit mit an Bord. Die Geschichte, die weltweit für Schlagzeilen sorgen wird, beginnt für uns vor diesem Tor. Seit ein paar Monaten ist es für private Seenotretter schwierig geworden. Retter werden sogar strafrechtlich verfolgt. Trotzdem fährt eine Crew der Sea-Watch raus. Von hier aus können wir den Kampf um die Flüchtlingspolitik also genau beobachten. Hier kommen Hygieneartikel. Okay. Jonas und ich sind jetzt hier auf der Sea-Watch 3. Wir liegen gerade im Hafen von Licata auf Sizilien und zeigen euch jetzt mal, wie wir hier wohnen. Jonas und ich teilen uns diese Kabine. Also viel Platz ist hier nicht, wie man sieht. Hier kommen Hygieneartikel rein. Ich schlafe oben, du schläfst unten. Über genau diese Fahrt wird Europa streiten, wie lange nicht. 20! All complete. Ja. Die Crew ist da, aber es fehlt noch ein Kapitän. First on the organization Sea-Watch. Then we would kind of need to wait till we got a captain. There are several options in mind, on the table. And and I still cannot really tell you anything concrete right now. Yeah, it's happening that a rescuer or helping. Even also ashore, helping refugees, which even only with food or water, you can get investigations and you facing prison. It's actually happening, and especially on a ship, it's always if you as a captain on a ship, you're always with one leg already in the jail. Der Vorwurf, der häufig kommt, Organisationen wie Sea-Watch spielen Schleppern in die Hände. Kurz vor Abfahrt ist dann doch noch eine Kapitänin gefunden. Carola Rakete. An Bord wird sich geduzt. Ja, vor allem müssen wir hier echt alles aufräumen. Das fliegt hier alles durch die Gegend, ne? Und ich präpariere uns hier ein Ingwerwasser. Das soll gegen Seekrankheit helfen. Carola ist schon häufiger als Kapitänin gefahren, mit diesem Schiff aber das erste Mal. Und bisher ohne den Gegenwind der Justiz. No, it's a plug. They put a switch here, so it should be on actually. If you want to use. Okay, this is for the socket. Okay, great. Yeah. Es gab ja einen Kapitän, der für sich entschieden hat, das ist mir doch zu risky irgendwie, da jetzt diese Gefahr, mich dieser Gefahr auszusetzen, eventuell strafrechtlich verfolgt zu werden. Hast du dir Gedanken gemacht, bevor du zugesagt hast? Ja, also ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Mir ist das Risiko bewusst. Ich habe auch mit verschiedenen Personen, auch Anwälten, darüber gesprochen. Ich sehe es trotzdem so, dass die Aufgabe, die wir wahrnehmen, extrem wichtig ist. Es ist eigentlich gar nicht unsere Aufgabe. Es ist klar, es ist eine staatliche Seenotrettungsaufgabe. Geht los, Jonas. Früher waren Dutzende Seenotretter auf dem Mittelmeer unterwegs. Jetzt fährt kaum noch jemand vor die libysche Küste. Oskar studiert eigentlich Jura, aber in seiner Freizeit rettet er Menschen auf der Flucht. Auch wenn es dafür in den letzten Monaten immer mehr Kritik gibt. So, jetzt gibt es ja diejenigen, die sagen, okay, ich bin bei dir. Klar, wenn jetzt ein Schiff zufällig hier vorbeifährt und ein Notruf kommt rein, dann müssen wir retten. Es sind bestimmt ganz viele bei dir. Aber es gibt bestimmt auch einige, die sagen, ja, Moment mal, ihr fahrt ja gezielt dorthin. Ja, das ist das berühmte Pull-Faktor-Argument, dass wir überhaupt dafür erst sorgen, dass die Menschen aufs Meer rausfahren. Aber man muss immer sich wieder vorhalten, dass wir ja erst hier hingefahren sind, weil so viele Menschen hier ertrunken sind und nicht, weil wir dachten, vielleicht kommt da ja jemand, weil es in Libyen so schlimm gerade ist. Ein Streit wie bei der Henne und dem Ei. Wir suchen nach Zahlen. Die neuesten Studien sagen, es fliehen ungefähr gleich viele Menschen über das Meer. Egal, ob private Rettungs-NGOs im Einsatz sind oder auch nicht. No, realistically.
Yeah, okay, mitten auf hoher See eine Übung. That was quick. Okay. Bei der Fahrt sind hauptsächlich ehrenamtliche Helfer dabei. Einige von ihnen zum ersten Mal. Und das Retten von Menschen müssen sie üben. And then we lay you just somewhere here on the ground. Hold on, but then, let's just different. You said, like, first you got... Yeah, first it was perfect, because you grabbed me really fast. But then I think you got distracted somehow. So you had just the life jacket, but my head was on the water. So I would have been drowning, I think. Auch Verena ist das erste Mal dabei. Sie studiert Medizin. Ist sie auch eine politische Aktivistin? Ja. Ganz so weit würde ich tatsächlich nicht gehen. Ich bin politisch sehr, sehr interessiert, auch eigentlich seit vielen, vielen Jahren. Allerdings überhaupt nicht irgendwo bisher so gewesen, dass ich gesagt hätte, ich bin Aktivist. Nichtsdestotrotz glaube ich halt, uns alle muss ein gewisser humanitärer Wille verbinden. Und dass der verloren geht, was man ja manchmal bei Facebook liest, wo dann steht, wir wünschen euch die Titanic. Also das sind ja so Sachen, da wird einem der Tod gewünscht. Dafür muss man nicht politisch aktiv sein und kein Aktivist sein, um eigentlich zu merken, dass da einfach was ganz, ganz schlimm falsch läuft in der Gesellschaft im Moment. Die Sea-Watch ist im Rettungsgebiet angekommen. Ab jetzt wird Ausschau gehalten nach Menschen in Seenot. Ein Boot in Seenot, per Funk gemeldet. Es sollen etwa 50 Menschen sein. Später heißt es, das Boot habe kein Navigationsgerät und auch nicht genügend Treibstoff. Deswegen können wir dann damit davon ausgehen, dass sie den nächsten Hafen nicht erreichen. Damit ist es rechtlich ein Seenotfall. Und wenn wir das sehen, haben wir dann eine Verpflichtung zu helfen. Wir gehen jetzt auf die Schnellboote, weil wir mit denen schneller zu dem Boot, was in Distress ist, kommen können. Und ich bereite mich jetzt vor, dass ich mit der Kamera auf das Schnellboot gehen kann. Bis zu dem gemeldeten Notfall ist es über eine Stunde Fahrt mit dem Schnellboot. Wir wollen die Rettung so nah wie möglich dokumentieren. Deshalb fahre ich mit. Es kommt alles raus. So. Aber wir werden schon mal vorgehen und die Lage untersuchen und vor allem wahrscheinlich Schwimmwesten austeilen. Ich habe gerade gezittert zum ersten Mal. An diesem Tag ist die Sea-Watch das einzige private Rettungsschiff im zentralen Mittelmeer. Früher hat auch die EU mit ihren staatlichen Seenotrettern hier Menschen gerettet. Im März hat sie das komplett eingestellt. Das soll jetzt die libysche Küstenwache übernehmen. Ein Boot nähert sich den Flüchtlingen. Sie melden, ein billiges Schlauchboot, nicht hochseetauglich. Oskar hält uns erstmal auf Abstand. Always keep a lookout. So for other rubber boats or for Libyan Coast Guard approaching or any other engine fishers, try always to be aware what is happening around us. Die Crew der Sea-Watch will verhindern, dass die libysche Küstenwache die Flüchtlinge aufnimmt. Die würde sie zurück in Lager bringen, in denen auch gefoltert wird. Die Kritik haben wir auch schon von den Vereinten Nationen gehört. Okay, Libyan Coast Guard is approaching.
Are we in Libyan territory? No. We're international waters. We are outside 24 miles. I think we are around. We are far away from 24 miles. It doesn't seem like they give a fuck. But the Libyan Coast Guard gives a fuck for that. They just appear and they want to take the people back. Do you think they would come here? That would be most likely. Sehr wahrscheinlich, dass es so sein wird, wenn nämlich die Radiosprüche gerade von unserem Herrn Homme, unserem Head of Mission, waren, dass wir uns beeilen sollen. Laut Berichten der Vereinten Nationen werden Migranten in Libyen oft gefoltert, versklavt und vergewaltigt. Okay, one more. One more. Okay, you come on board. What's up? Nach der Rettung nähert sich am Horizont die libysche Küstenwache. Aber die beiden Schnellboote haben alle 53 Menschen aufgenommen und bringen sie an Bord der Sea-Watch 3. Also sie werden jetzt hier alle durchsucht und vor allem, man muss sich vorstellen, es stinkt wirklich heftig nach Benzin. Die ersten Frauen, die angekommen sind, die hatten wirklich, die Beine waren verbrannt vom Benzin. Bonjour, sir. Grobe medizinische Einteilung. Wer verletzt ist, wer minderjährig ist, wir trennen alle Frauen und alle, also alle in irgendeiner Form besonders gefährdeten Patienten gehen dahin, kriegen ein entsprechendes Armband. Alle gesunden Leute gehen erstmal dahin. Die flippen natürlich jetzt hier total aus, ne? Die flippen jetzt hier total aus, aber er muss halt für Ruhe sorgen, ne? Nach der Aufnahme beginnt das politische Spiel um die Flüchtlinge. Wohin sollen sie gebracht werden? In der Nacht schreiben libysche Behörden eine Mail. Die Sea-Watch soll die Migranten zurück nach Libyen bringen. Und Italien schreibt, man solle sich an die Anweisungen Libyens halten. Us a port of safety. We have not replied to this email yet. Of course, our answer is no fucking way. And our idea at the current moment is to go to Lampedusa, saying that we need to bring the people to port of safety quite quickly. Die Menschen kommen aus unterschiedlichen afrikanischen Ländern. Zuletzt waren sie in Libyen. Dorthin zurück will keiner. Wir fragen nach ihren Geschichten. What's your name again? I'm Isaac. Isaac? Yeah. Isaac, were you scared when you go into the water with this boat yesterday? I was very scared, but I should take the risk, because this Libya is a hell. Why is Libya the hell? They will just point the gun at you. Come, enter the car. You have no option. They will torture you. They will intimidate you. And even they will traffic you. They will traffic you? Yeah. Traffic to the boats or traffic to what? They will traffic you to another Arab people. Ah, yeah. They sell you. They will sell you, yeah. I felt like a slave in Libya. Yeah. Brutale Geschichten wie diese erzählen einige. Die Einzelheiten können wir nicht überprüfen. Aber das Auswärtige Amt schreibt in einem internen Bericht, in libyschen Privatgefängnissen herrschten KZ-ähnliche Zustände. Die Sea-Watch nimmt Kurs auf Italien. Die Kapitänin will in den Hafen von Lampedusa. Dafür braucht sie die Genehmigung Italiens. Ich mache jetzt mal so 15 Meilen Kreise hier irgendwie drum.
Und ich weiß, dass wir nicht in die Territorialgewässer reinfahren. Ja? Also das sind die praktisch die Abstände, wo wir dann nicht reinfahren wollen. Wir gehen jetzt auch eher davon aus, dass es da noch einige E-Mails hin und her gehen werden, in denen wir nochmal deutlich dann eben begründen müssen. Also das macht die, jetzt die Italiener wehren sich praktisch mit Händen und Füßen, diese Menschen aufzunehmen, obwohl sie halt der nächste sichere Hafen sind und das eigentlich auch müssen. And I need to disembark them. Carola wendet sich mehrfach an die Rettungsleitstelle in Rom. Vergeblich. Dann ruft sie direkt bei der Hafenbehörde Lampedusas an. However, I have an urgent need to disembark these people because I am not able to support them for an extended period on the ship because they are in unwell health condition and I have these children on board and pregnant women. Statt einer Antwort, Stille. Could you come to me and pick up these people? Because I cannot guarantee their safety for extended period. You could send out a boat and we can transfer them here outside of Lampedusa. Okay, you're not entering Italian territorial waters. No, we are 15 miles outside. You have us on the AIS. We have no intention to enter. I have a medical problem on board for the health of the people. You can contact the master. Auch Malta bittet sie um eine Einfahrerlaubnis. Die sind jetzt, glaube ich, auch gerade so ein bisschen machtlos, weil jetzt einfach irgendwie, jetzt ist alles an die Anwälte gegeben worden und ja. Die diskutieren jetzt rum. Also die Entscheidung ist halt, wartet man, bis man einen Hafen zugesichert bekommt. Aber laut, nach Erfahrung aus dem letzten Jahr, kann das halt mal echt Tage dauern. Buddy? I have some news for you and I would like to share it. We decided that we will cross the sea border to Italy in the afternoon. And the other plan stays the same? The rest stays for now more or less the same. We will see exactly how, when, what. Yeah. I got now even even some more news. The news are, we got an email from Italy that soon a boat with doctors will come and have a look at the medical cases. This all sounds very good, but I want to point out one other time that we cannot say anything about when you will come on land. Also sind jetzt halt Ärzte an Bord gekommen, die sich jetzt halt, also es sind italienische Ärzte und die werden sich jetzt halt irgendwie ja, einen Eindruck von dem Gesundheitszustand der Menschen hier an Bord machen und demnach dann, glaube ich, entscheiden, ob die Leute direkt mitnehmen oder ob die ja, sagen, denen geht's gut, man sieht hier keinen medizinischen Notfall oder so, ich weiß es nicht. Die italienischen Ärzte machen sich selbst ein Bild und melden ihre Einschätzungen nach Rom. Es dauert Stunden. Dann dürfen Babys, Kranke und schwangere Frauen an Land. Insgesamt 10. Dreiundvierzig bleiben auf der Sea-Watch. Ja, okay.
Ja, wir haben es geschafft, dass immerhin 10 unserer Gäste jetzt nach Lampedusa gebracht werden. Die Familien können zusammenbleiben und die, denen es gesundheitlich am schlechtesten ging. Und ein bewegender Moment, wenn wir schon immerhin schon ein paar geschafft haben. This is Martin Radio. Yes, I'm the minister. Mitten in der Nacht nähert sich die italienische Polizei der Sea-Watch 3. Es gäbe wichtige Neuigkeiten. Per Funk bittet sie die Kapitänin, zu ihnen an Bord zu kommen. How do you justify this? We are outside your territorial waters, as you're very well aware. He wants to come on board? He wants me to go over there. No way. No way. Ein paar Stunden später kommt das Schiff der Italiener selbst. Die Crew muss geweckt werden. Ich wollte eigentlich gerade ins Bett gehen, hat die Küstenwache jetzt sich wieder angekündigt, also die Guardia di Finanza. Okay. Und gesagt, sie wollen bei uns an Bord gehen, auf Grundlage von irgendeinem Gesetz, was keiner kennt so richtig hier an Bord. Und ja, dann musste ich die Kapitänin wecken und dich habe ich jetzt geweckt. Ah, du hast die Kapitänin geweckt? Ja. Alter, ich habe richtig Herzklopfen. Ja, es ist krass, meine Beine zittern auch schon ein bisschen. Deck Bridge, can you please confirm that you're already ready? Yes, sir, we'll be ready in time. Good morning. I'm the captain. I am the master of the Italian Patrol Vessel. Nice to meet you. Nice to meet you. Major Giovanni Romeo. Mm-hmm. Your name? Carola Rakete. Rakete, okay. Yes. Die Beamten überbringen eine persönliche Warnung von Innenminister Matteo Salvini. Nach einem neuen Dekret drohe Carola Rakete eine hohe Geldstrafe, sollte sie nach Lampedusa fahren. Dass sie das nun weiß, muss sie unterschreiben. And hope to see you next time in more pleasant place. Die waren ja jetzt extrem freundlich, höflich. Also man hatte jetzt nicht den Eindruck, dass diese Schritte, die da jetzt kamen oder kommen, von denen persönlich jetzt irgendwie böse gemeint waren. Die führen halt scheinbar das aus, was hier vom Innenministerium gemacht wird. Please go ahead. Es gibt keinen Hafen, kein Land, das die Sea-Watch einlaufen lässt. Das Schiff muss auf dem Meer ausharren. Kein Land in der EU bietet Hilfe an. Der Ausgang ist völlig offen. Und auch die Medien in Deutschland interessieren sich zu diesem Zeitpunkt kaum. So, wie ist deine Stimmung, Verena? Ja, so nach und nach kippt sie zunehmend, muss ich zugeben, weil selbst die gesunden Menschen unter die psychische Ausnahmesituation erlebt haben, traumatisiert sind und hier auf engstem Raum auf dem Boden schlafen, mit einer Decke pro Person. Ich habe gestern in meiner Nachtwache mich auch mal mit einer Decke dahingelegt und man kann sich halt entscheiden, entweder man macht so, dass man weich liegt, ja, dann faltet man diese Decke, dann friert man wie verrückt, es ist windig, wir haben hohe Wellen, alle sind seekrank, oder man geht halt hin und deckt sich zu, dann kann man eigentlich keine 2 Stunden auf einer Seite liegen, weil einem die Schulter schon so wehtut. Plus die sanitäre Situation, also es ist hier einfach nicht ausgelegt für so viele Menschen auf so kleinem Ort. Und dann kriegt man die Presse von zu Hause mit und hat einfach nur das Gefühl, kein Mensch interessiert sich dafür, was wir hier tun. Kein Mensch interessiert sich für die Leute, nur weil sie von einem anderen Kontinent kommen. Ja, und das macht mich wahnsinnig. The information's about the political situation. To be honest, the situation from our meeting yesterday to now did not change a lot. Aber die Versorgung wird knapp. Water is not endless on the ship, although we produce drinking water every day from seawater, but not so much. So we have to
save water. We all have to save a bit water, the crew, also you. So from now on, no shower and no washing, at least for some days. Zu essen gibt es jeden Tag Reis oder Couscous. Früher haben Seenotretter wie Oskar eng mit den Behörden zusammengearbeitet. Heute drohen ihnen strafrechtliche Konsequenzen, wenn sie Flüchtlinge nach Europa bringen. Ich habe natürlich auch Angst vor einer juristischen Verfolgung und ich habe keine Lust, ein Verfahren in Italien zu haben und da eventuell nachher eine Klage am Hals zu haben, wo mir jemand sagt, ich muss 20 Jahre in den Knast für Menschenhandel. Aber ehrlich gesagt, wenn ich dafür jetzt Probleme kriegen sollte, dann nehme ich das in Kauf. Und das dann darf ich halt vielleicht als Anwalt nicht mehr praktizieren, weil ich irgendwas in meinem Strafenregister habe. Aber das ist es mir dann wert. Es würden jetzt echt einige antworten, ey, Alter, bist du naiv? Glaubst du echt? Ich glaube, wir denken immer zu viel an uns selber und wir denken immer, nachher werde ich dafür bestraft, also gucke ich lieber nach mir selber und dann mache ich das nicht. So this is kind of, Bei der Crew wächst die Unruhe. Italien und Malta lassen die Sea-Watch in keinen ihrer Häfen. Die Sea-Watch fährt unter niederländischer Flagge, aber auch von dort kommt keine Unterstützung. Deutschland verweist auf die EU und die EU sagt, die einzelnen Staaten seien zuständig. So it's kind of passing on the hot potato one to each other. So it's like I know the situation is not optimal, but I mean, let's meet on the plates what we are risking here and what we may risk on the other side. What about France? What about Spain? What about the other basin states that we have in Mediterranean? It certainly will be harder to make a case there. We could try. It will take time. Time wouldn't be for the benefit of the people who are here on board now. Die Kapitänin wendet sich auch an Frankreich und Spanien. Doch auch hier, keiner hilft. Sea-Watch versucht es mit einer PR-Aktion und einem Foto für die Öffentlichkeit. Vergesst uns nicht. So vergehen die Tage. Yes, it's warm today, huh? Yeah, really, really. Oh, it's so hot today. Super hot. So what are you doing? They are playing cards and you? Yeah, we are playing cards. Like, you know, we are discussing about something. Ah, yeah, about what? Like family issue. Like some people say they want to contact their family through WhatsApp. Ah, yeah. For their family to know that they are okay. Yeah. Really, they will be worried right now. They will be, yeah. The horrors, you know, we call them that, hey, we are taking the venture. You know, nobody knows whether you are alive or dead. Seit einer Woche hat halt die Mutter, der Vater, der Bruder nichts von denen gehört. Und das muss man sich mal bewusst machen, weil wenn ich daran denke, wenn ich in Urlaub fahre, das erste, was meine Mutter mir immer mit sagt, ist, ich will wissen, ob du irgendwo angekommen bist. Und die können halt seit einer Woche ihren Eltern nicht sagen, dass sie halt die Fahrt übers Mittelmeer überlebt haben. Das ist schon echt heftig einfach. Telefonieren nach Afrika ist verboten. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sea-Watch hat nämlich Angst, dass sonst Kontakte zu Schleppern unterstellt werden könnten. Immer noch. Kein europäisches Land erlaubt der Sea-Watch einzulaufen. An Bord hat die Crew eine Idee. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte könnte Italien auffordern, die Menschen aus humanitären Gründen aufzunehmen. Italy at this moment is taking your basic human rights from you. And with this form here, you could say like, European Court of Justice, of Human Rights, please help me that Italy lets me in. Die Geflüchteten füllen daher einen Eilantrag aus. Einzelne Notfälle holt immer wieder die italienische Küstenwache ab. Dass Einzelne abgeholt werden, führt zu Unruhe. Die Crew versucht zu beruhigen. C'est ça, je veux savoir. Si vous allez nous arrêter, comme on est noir. Si nous? Ouais, si nous vous. Oui. Tu veux savoir si nous sur la bateau? Tout est possible. Tout est possible, madame. Je pense
ich denke gerade, wie absurd das alles ist. Es ist so unfassbar heiß und alle sind so erschöpft und es ist so, weißt du, es ist Sonntag und wir hängen hier rum. Ich weiß nicht, ich verstehe das alles gerade nicht mehr. Erschöpfung, bei allen spürbar. Die Stimmung ist so ein bisschen getrübt, weil sich nichts ändert eigentlich. Hier an Bord zumindest hat man den Eindruck, jeder Tag ist wieder wie aufs Neue und die Menschen werden so langsam ein bisschen verzweifelt, ob sie denn nach Europa kommen. Ja, die Frage stellt sich schon so nach dem Motto, ganz ehrlich, fahren wir wirklich noch an einen Hafen oder was habt ihr vor? Wenn man so auf das hinteren Teil des Schiffes guckt, wo die Leute seit 10 Tagen jetzt auf dem Boden liegen, dann fragt man sich schon, wie lange kann man diese Situation eigentlich noch ertragen. Und das überlasse ich dir. Okay. Nach 5 Tagen kommt die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Unfortunately, the court has ruled that Italy is not responsible. This is very negative and we did not expect that. Das Gericht begründet dies damit, dass Italien die schlimmsten Notfälle vom Schiff geholt habe. I've been tortured, I've been kidnapped and anytime waking up on these boats, realizing we are still in the middle of the sea, I always have flashbacks. Some of us here are even thinking of swimming to Lampedusa. 15 Seemeilen, das wäre wohl Selbstmord. Diesen Weg vor Lampedusa hat die Sea-Watch mittlerweile zurückgelegt. Lampedusa Port, this is Sea-Watch 3. I inform you, I will enter territorial waters due to a state of necessity on board my vessel. I'm concerned for the safety of the people who I have on board. I ask your cooperation to disembark the 42 people who I have on board. Over. Sea-Watch 3, this is Lampedusa Gulmas. I copy your last message. You don't authorize to enter the Italian territorial waters. Lampedusa Port, this is Sea-Watch 3, affirmative. I'm going to enter the territorial waters due to a state of necessity. I can no longer guarantee the safety of the people on my ship. Over. Okay, you can turn. I copy your last message, Sea-Watch 3. Lampedusa Port, Sea-Watch 3, my ETA to your port is about 2 hours, over. Please inform about the possibility to transship the people over. Wie fühlt sich das jetzt an für dich? Ja, schwierig. Ne? Das ist jetzt der nächste Schritt eines schwierigen Tages, glaube ich. Ne? Aber es ist auch gut. Ne? Also ich gehe schon davon aus, dass man jetzt kooperiert und dass wir uns dann endlich diese Menschen in Sicherheit bringen, um die es ja die ganze Zeit hier geht. Ne? My last warning. We have found from public sources that you have entered in Italian territorial waters. We remind you that on June 16, 2019, we notified you a directive from the Italian Ministry of the Interior, which forbade you entry into Italy. We ask you to go back and leave the Italian territorial waters. Trotz Verbots fährt Carola die Sea-Watch 3 in italienische Territorialgewässer. Die Polizei zwingt die Sea-Watch anzuhalten. Good morning, welcome. Nice to meet you. I'm the captain. Nice to meet you. Good afternoon. Der Polizist fordert auf Italienisch, dass wir aufhören sollen zu filmen. Asking to stop the record. Can you tell them that it's of public interest and we're public television? Dice che per la televisione pubblica. Di quale stato? Tedesca. Qui siamo in Italia. They are saying that we are in Italy. But we have to say that the is there a freedom of press in Italy? La libertà di stampa uguale in tutti i paesi. Die Polizisten nehmen die Personalien der gesamten Crew auf. Yeah, you can check it.
Dann fahren sie wieder. Nur wie es für die Geflüchteten weitergeht, sagen sie nicht. Die Sea-Watch bleibt hier erstmal liegen. Lampedusa ist in Sichtweite. Nach Wochen das erste Mal Land in Sicht. Du bist 31 und hast gerade einfach eine unfassbar große Verantwortung hier, ne? Ja. Denkst du da gerade irgendwie so ein bisschen dran, oder? Ja, es ist irgendwie so ein bisschen frustrierend, dass ich jetzt nicht weiß, wie das weitergehen soll. Der Hafen stellt sich total stur. Die Küstenwache und der Zoll waren einmal an Bord, haben dann aber auch nichts gemacht. Man weiß also nicht, was jetzt hier als Reaktion aus dieser Geschichte erwachsen soll. Es gibt gar keine Reaktion. Und dann fällt die Kapitänin eine Entscheidung. Good afternoon, I'm proceeding towards the port because I need to disembark 42 people. I'm in a state of necessity. Your government has provided no assistance whatsoever. The condition on board my ship is very critical and I will proceed towards the port. Over. You are not authorized to come into the port of Lampedusa. Repeat, you are not authorized to come in the port. And you must be leave the territory water. Die italienische Grenzpolizei zwingt Carola erneut zu stoppen. Hallo. Hello again, hello again. Dieses Mal versprechen die Grenzpolizisten, eine politische Lösung stehe kurz bevor. Ci hanno detto di pazientare da parte vostra, perché probabilmente si sta sbloccando la situazione. Okay, so. We stay here. Okay, please. Mittlerweile berichten die Medien in Italien und auch Deutschland über die Sea-Watch. Journalisten kommen extra per Charterboot angefahren. Italiens Innenminister Salvini empört sich über Carola Rackete. Er wirft ihr Rechtsbruch vor, die Missachtung italienischer Gesetze. Alle wollen Bilder und Interviews. Am Ende hilft das alles nichts. Die angekündigte Lösung kommt doch nicht. We are ready on the port side. Stattdessen kommt wieder die Polizei. Diesmal im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Carola hat mit der Einfahrt in die Territorialgewässer italienisches Recht gebrochen. Es stehen diese zwei Rechte gegeneinander, Recht von Menschen auf Leben und Recht auf Territorialgewässer halt. Das ist ziemlich deutlich, wer da im Recht ist. Hello. Carola, nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello, hello. Buongiorno. Buongiorno. Welcome. Buongiorno. I'm the captain. You are the captain? Yes, I'm the captain. Ihr wird mitgeteilt, dass gegen sie Untersuchungen laufen. Der Vorwurf unter anderem Beihilfe zur illegaler Einreise. Nur filmen dürfen wir das nicht. Doch mehr passiert auch nicht. Auch die Staatsanwaltschaft fühlt sich nicht für die Migranten zuständig. Die Kapitänin trommelt ihre Crew zusammen. Was hat sie jetzt vor? Given the fact that I'm already under investigation for facilitation, I could just bring the people to the shore, which then is what we are now doing, because otherwise the government might make us stuck here for another days. And I'm not willing to support it any longer in light of the psychological situation which we have on the deck. Nach 21 Tagen nimmt Carola Rackete Kurs auf den Hafen von Lampedusa. Ohne Genehmigung. Guardia di Finanza, this is Sea-Watch 3.
I am proceeding to the port and I am going to more. I'm proceeding to the port and I am going to more. Die Grenzpolizei versucht, die Einfahrt der Sea-Watch zu verhindern. Sie kreuzen vor ihr, um sie zu stoppen. An Bord wird verkündet, dass es jetzt an Land geht. Im Hafen legt sich das Polizeiboot an den einzig möglichen Liegeplatz, um so das Anlegen der Sea-Watch 3 noch zu verhindern. Okay, sie hat es getan. Wir sind im Hafen von Lampedusa, aber die Guardia di Finanza stellt sich komplett in den Weg gerade. Sie lässt die Kapitäne nicht anlegen und wir sind so ein Stück voneinander entfernt. Und das ist jetzt hier echt so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Was jetzt passiert, wird später für Aufsehen sorgen. Ein Beamter vorne im Bild versucht, das Polizeiboot wegzudrücken. Es kommt zu einer Kollision. Vom Beamten rechts hinten wird der italienische Innenminister Salvini später sagen, er sei in Todesangst von Bord gesprungen. Kurz darauf macht das Boot den Anleger frei. Hat es? Ich habe das nicht gehört. Dann bin ich rangefahren, war relativ dicht, ich war am Zögern und dann haben sie sich aber bewegt. Mhm. Dann haben sie sich bewegt und mir wurde gesagt, okay, sie fahren jetzt weg. Und dann haben sie, glaube ich, nochmal angehalten, was ich nicht gesehen habe. Und dann wurden sie so ein bisschen, haben wir sie touchiert, aber sie sind jetzt weg und also haben sich neben uns gelegt. Darfst du von Bord jetzt? Nee, ne? Nee, keine Ahnung, wir müssen noch erstmal gehen. Ich will ja gar nicht von Bord, die 40 Leute sollen von Bord. Und glaubst du, du wirst verhaftet heute? Glaube ich nicht, weil dann kann niemand das Schiff wegfahren. Doch, sie irrt. Outside for press. So, okay. Sorry, you're arresting the captain, so I'm the... It's free press. Please come on. No, it's please, free women. Press. Sorry. Please come with me, please. No, I'm not please coming. Come with me. Die 21 Tage auf See enden mit einer Verhaftung. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Beihilfe zu illegaler Einwanderung und Widerstand gegen ein Kriegsschiff vor. Ob es zu einem Prozess kommt, ist offen. Für die einen ist Carola Rakete eine Heldin, für andere eine Hassfigur. Die 3 Wochen auf der Sea-Watch waren ein Drama. Die EU hat einfach keine Lösung für Menschen, die übers Mittelmeer fliehen. Und solange das so bleibt, können Rettungsaktionen immer wieder in so einem Theater enden. Die Sea-Watch-Kapitänin war in einem Dilemma. Nach internationalem Seerecht musste sie die Leute in einen sicheren Hafen bringen. Aber auf der anderen Seite hat sie italienisches Recht gebrochen, weil sie eben unerlaubt in die italienischen Territorialgewässer reingefahren ist. Und uns interessiert, wie hättet ihr entschieden? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Diskutiert.